Bei meinem Partner MMOGA sind gerade alle PSN-Cards vergünstigt, also check das gerne mal ab. Das ist der erste Link in der Beschreibung. Herzlich willkommen, Freunde, zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute gibt's wieder einen Trading-Tipp. Ihr habt es euch ja gewünscht und falls ihr mehr Trading-Tipps haben wollt, lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Und hier sehen wir schon, dass man auf jeden Fall jeden Verteidiger aus der Ligue 1 für 700 bzw. sogar 750 Münzen wegbekommen kann. Und das heißt einfach, dass wir auf 650 runtergehen und uns die Spieler dann einfach snipen. Das Ganze geht gerade wegen einer aktuellen Squad-Building-Challenge bei den Top-Partien. Das heißt, der Trading-Tipp geht nur circa einen Tag, also macht den wirklich heute oder morgen, damit ihr da auf jeden Fall auch noch einen guten Gewinn einfahren könnt. Und ja, wir machen das jetzt einfach mal und versuchen uns einen Spieler zu snipen. Und da kommt die erste Karte rein für 400 Münzen. Und da waren wir aber leider ein bisschen zu langsam. Und ich werde jetzt kurz traden, bis wir ein paar Karten bekommen haben. Und da haben wir direkt die erste Karte bekommen. Und zwar ist das Visca Rondo für 650 Münzen. Und dann geht ihr einfach auf den Preisvergleich drauf und schaut, für wie viel Coins der weggeht. Und wir sehen hier, den können wir locker so für 850 Münzen wieder reinstellen. Das sind 200 Münzen Gewinn. Die EA-Gebühren müsst ihr natürlich noch abziehen, aber das ist trotzdem eine richtig, richtig gute Sache. Also das ist wirklich ein sehr, sehr leichter Trading-Tipp. Und ich würde sagen, einen Spieler hole ich mir noch. Dann sehen wir uns gleich wieder. Und hier haben wir einen für 500 Münzen bekommen, das heißt, hier machen wir schon mindestens 200 Münzen Gewinn, weil ja jeder Spieler circa mindestens 700 Münzen wert ist. Und da sehen wir auch schon, dass wir den für 800 Münzen verkaufen können. Das sind 300 Münzen Gewinn, ganz, 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 ganz einfach. Haben wir hier Coins gemacht. Und ja, Freunde, falls ihr mehr Trading-Tipps haben wollt, lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne auch in die Kommentare, wie viele Coins ihr gerade habt, damit ich meine Trading-Tipps an eure Coins-Menge anpassen kann. Und ja, Freunde, dann war es mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und sage auch schon immer, ciao Leute, FIFA Stars.